Eine Bekannte von mir, die ist Seelsorgerin. Die kümmert sich vorrangig um Menschen, die nicht mehr lange haben, im Hospiz oder im Pflegeheim. Kümmert sich um die Angehörigen, kümmert sich auch um das Pflegepersonal und natürlich um die Betreuten selbst. Und die hat mich vorgestern angerufen und hat gesagt, du, ich muss dir eine Geschichte erzählen, das ist unglaublich. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einer ziemlich jungen Pflegerin aus dem Pflegeheim. Da ist eine Frau, eine sehr alte Frau, die ist 85 und es wird wahrscheinlich ein halbes Jahr noch dauern, so schätzen die Ärzte. Und die hat heute einen Brief bekommen von einem alten Liebhaber, höchstwahrscheinlich, und er schreibt so sexuelles Zeug, schreibt irgendwie so, dass er sich sehr gerne daran erinnert an die Zeit, die sie damals hatten, und dass er sie gerne nochmal nackt sehen würde und dass er gerne nochmal mit ihr schlafen würde. Und ich kann dir doch den Brief nicht geben. Und da sagt die Seelsorgerin zu ihr, wieso kannst du den Brief nicht geben? Wenn du es nicht machst, mache ich das nächste Woche. Und daraufhin hat sich die Pflegerin wohl noch mehr echauffiert und hat dann wutschnaubend den Telefonhörer auf die Gabel gehängt oder einfach ausgedrückt. Da sagt meine Freundin zu mir, das kann doch nicht sein. Wir können doch Leuten nicht ihre Träume nehmen, oder? Und ich sage, nein, das können wir nicht. Weißt du, wir hatten uns so nach diesem Sommer gesehen. Und du bist ja fast vorbei. Weißt du, wir hatten uns schnell an die grünen Blätter gewöhnt. Und du bist es fast vorbei. Der Garten bäumt sich auf ein letztes Mal. Wirft seine bunten Schätze ins Bezahl. Ja, ja. Weißt du noch, wir hatten uns so nach ein bisschen Wärme gesehnt. Und du bist fast vorbei. Weißt du noch, wir hatten uns schnell an die kurzen Ärmel gewöhnt. Und du bist es fast vorbei. Wir wissen, dass alles, was kommt, auch wieder geht. Warum tut es dann immer wieder und immer mehr weh? Warum tut es dann immer wieder, immer mehr weh?